Menschen, die Geocaching noch nie gemacht haben, die können oft nicht verstehen, warum man sich auf die Suche macht, um Plastikdosen zu suchen. Ganz ehrlich, so eine Filmdose, das sind die meisten Geocaches, Filmdosen oder PET-Linge, ist ja eigentlich nichts Besonderes. Die hat man früher, das war die Umverpackung für die Filme bei der analogen Fotografie. Und nach sowas zu suchen, natürlich, das wirft Fragen auf. Warum macht man das? In erster Linie kann man sagen, der Weg ist das Ziel. Es geht beim Geocachen nicht darum, reich zu werden oder am Ende irgendwelche Gold- oder Diamantenschätze in der Hand zu haben, sondern wirklich, um etwas Neues zu erfahren, möglicherweise einen neuen Ort kennenzulernen, was herausgefordert zu werden auf körperlicher oder geistiger Ebene, was auch immer. Es geht mehr um das, wie man hinkommt, als um das, was man findet. Aber nichtsdestotrotz will ich mich heute der Frage widmen, was kann man eigentlich finden? Und ein Geocache ist definiert durch einen Behälter mit einem Logbuch darin. Der Behälter kann unterschiedlich aussehen. Die meisten, wie gesagt, solche Filmdosen. Es gibt aber auch deutlich größere Geocaches. Tupperdosen eignen sich dafür sehr. Und in einem Geocache muss definitionsgemäß drin sein, auf jeden Fall, ein Logbuch, in das ich mich eintragen kann. Diese Logbücher gibt es auch in verschiedenen Formen und Farben. Aber ein Logbuch muss in einem Geocache drin sein, damit der Definition eines Geocaches gerecht wird. Darüber hinaus ist es auch immer schön, wenn im Geocache ein Stift liegt. Finde ich immer ganz nett. Und manchmal sind halt auch noch Tauschgegenstände drin. Die haben wirklich keinen großen Wert. Das kann mal sein eine Lego-Figur. Oder ein kleiner Kompass. Oder ein Aufkleber. Oder doch Diamanten? Auf jeden Fall, wenn ich etwas rausnehmen will, was mir gefällt, muss ich etwas Gleichwertiges wieder reinlegen. Also nicht gleichwertig wäre beispielsweise, wenn ich da ein schönes Matchbox-Auto finde und es einfach austausche gegen eine unvollständige und schrottige Überraschungseifigur. Das wäre nicht gleichwertig. Aber ein Matchbox-Auto gegen ein anderes Matchbox-Auto, das wäre wiederum fair. Und darum geht es, faires Tauschen. Manchmal kann ich in einem Geocache aber auch noch was Besonderes finden, und zwar sogenannte Trackables oder Geocoins. Was es damit genau auf sich hat, könnt ihr in einem anderen Video sehen. Ich verlinke es hier oben. Das war's schon. Also in einem Geocache kann man finden ein Logbuch, manchmal Tauschgegenstände, manchmal Trackables. Und was finde ich beim Geocachen, ist beantwortet durch die Frage, ein Behälter mit einem Logbuch darin. Das ist es schon. Darüber hinaus natürlich ziemlich viel über sich selbst. Man kann sich selbst finden beim Geocachen, kann herausfinden, wer man ist, was man mag, kann über sich hinauswachsen, wenn man klettert, wenn man schwimmt, wenn man mit anderen unterwegs ist. Man kann Freunde finden beim Geocachen. Ich kenne auch Geocacher, die haben sich übers Spiel verliebt und später auch geheiratet. Also, entweder ein Logbuch, ein Tauschgegenstände und nichts oder die große Liebe fürs Leben. In der Bandbreite bewegt er sich. In diesem Sinne, viel Spaß und bis bald im Wald.